Da sind wir wieder. Hallo. Achso. Pause und dann bleiben noch 2 Minuten, um alles abzuschalten, was das ganze Feuer hier verursacht. So sieht der Plan aus. Außerdem habe ich auf Band, wie du sie getötet hast, und ich werde nicht denselben Fehler machen. Folgender 4-Stufen-Plan. Erstens, keine Portalflächen. Zweitens, Nervengift sofort freisetzen. Drittens, bombensichere Schilde für mich, damit direkt. Viertens, Bomben, um dich zu bewerfen. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift weg. Das war natürlich nur ein Witz. Adios. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten. Okay. Für mich, damit die viertens Bomben, um dich zu bewerfen. Dieser Plan ist einfach zu gut, um wahr zu sein. Machen wir es ein bisschen fairer und lassen wir das Nervengift weg. Das war natürlich nur ein Witz. Adios. Nervengiftbelastung erreicht Maximum in 5 Minuten. Achso, der wirft Bomben. Du willst für den hin? Nicht rennen, nicht rennen! Ich sag dir auch warum. Je schneller du atmest, desto mehr Nervengift atmest du ein. Das Zeug ist unglaublich clever, gerade. Kennst du immer noch, wie anstrengend? Folgender Vorschlag. Du hörst auf zu rennen und ich beschieße dich nicht mehr. Ist das fair? Jo. Ja, irgendwie schon. Darauf fällst du nicht rein, weißt du? Wusstest die Lüge. Ein Punkt für dich. Aber du atmest immer noch Nervengift ein. Darum wieder Punktabzug. Ganz schön überzeugend, was? Aber eigentlich nur eine künstlerische Darstellung deiner selbst. Du bist nämlich in meine Falle getappt. Ich wollte, dass du mich dazu bringst, die Röhre zu sprengen. Aber die Wirklichkeit habe ich nur so getan, als ließ ich mich dazu bringen, um falsche Hoffnungen in dir zu wecken. Denn das... Belüftungssystem blockiert, Nervengift offline. Reaktorexplosion in 4 Minuten. Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Was hast du gemacht? Was ist das hier? Moment! Verdammt, Bomben kleben fest! Macht nichts! Ich habe die Schilde neu konfiguriert! Oh, du hast eine dieser Kugeln an mir befestigt! Wer hat dir das gesagt? War sie das? Das macht dich nur noch stärker, mein Schatz! Fertig, ich bin Weißt du noch, als ich dir erklärt habe, wie du dein... Nochmal.
Typ? Alles unter Kontrolle? Sieht bei meiner brandheißen Situation aus. Hey, eine Countdown-Uhr. Das bedeutet Ärger. Ziemlich hässliche Lage für so eine hübsche Frau, wenn ich das so sagen darf. Ich will dir keine Angst einjagen, aber ich bin eine Abenteuereinheit, entwickelt für Gefahr. Nimm dir eine Pause und tu, was Mädchen so tun. Ich übernehme jetzt. Hier, hin. Warnung, Kernbeschädigung bei 75%. Countdown für Reaktorexplosion zerstört. Notfallpräventivmaßnahme eingeleitet. Die Anlage wird sich in 2 Minuten selbst zerstören. Sagen wir. Genug jetzt! Was habe ich dir vorhin über diese Dinger gesagt? Aber du hörst ja nie zu, du schweigst. Ununterbrochen schweigst. Und hörst nie auf das, was ich sage. Verurteilst dich einfach nur, du und deine stillen Vorwürfe. Ich wollte doch nur, dass ich es einmal besser hatte. Du hättest vor einigen Jahren ein paar hundert einfache Tests lösen müssen. Nichts weiter. Davor musste der Fahrer im Auto sitzen bleiben und im Kreis fahren, bis alle Insassen ihre Geschäfte erledigt haben. Der Hallische Komet nähert sich der Erde alle 76 Jahre. Die restlichen 75 hält er ungestört im Herzen der Sonne in Deutschland. Neueste Algorithmen ergeben. Der beste Name der Welt lautet Break. 89% aller Zaubertricks sind keine Zauberei, sondern Hexerei. Während der Weltwirtschaftskrise wurde der Besitz von Häschen verboten. Viele Menschen klebten ihre Mäuschen deshalb lange Uhren. Warnung, Kernbeschädigung bei 100%. 100? Ist ja fast alles. Manueller Kernaustausch erforderlich. Ah, verstehe. Ersatzkern, bereit für den Einsatz? Beschädigter Kern, bereit für den Einsatz? Was denkst du? Interpretiere ungenaue Antwort als ja. Kein Sarkasmus diesmal. Rapat entdeckt. Feuer in der PAD-Auflösungsanlage. Lösche Feuer. Das hat sich damit erledigt. Hätte ich nur ein bisschen früher wissen müssen. PAD-Auflösungsmitarbeiter, drücken Sie die PAD-Auflösungstaste. Drück nicht auf die Taste! Hast geschafft. Drück den Knopf! Nein! Lass es sein! Ich sagte nicht drücken! Drück den Knopf! Drück nicht die Taste! Drück ihn! Nicht drücken! Komm zurück! Drück den Knopf! Nein! Drück nicht auf die Taste! Lass es sein! Drück! Komm zurück! Drück nicht auf die Taste! Jetzt bin ich aufhört zu streiten. Nice. Ich komme da nicht hin. Ob die da rein? Okay, doch. Tschüssi. Ich dachte, du wärst mein größter Feind und warst doch die ganze Zeit mein bester Freund. Als Carolyn lernte ich eine weitere wichtige Lektion, wo Carolyn in meinem Herrn lebt.
Carolyn gelöscht. Leb wohl, Carolyn. Beim Löschen von Carolyn habe ich eben eine wichtige Lektion gelernt. Die beste Lösung eines Problems ist meist die einfachste. Ehrlich. Dich zu töten ist schwer. Weißt du, wie mein Leben früher war? Ich führte Tests durch. Niemand tötete mich, steckte mich in eine Kartoffel oder verfütterte mich an Vögel. Ich hatte ein schönes Leben. Doch dann kamst du. Du gemeingefährliche, stumme Wahnsinnige. Weißt du was? Du gewinnst. Bitte geh. Es war schön. Komm nicht zurück. Okay. Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll stop feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else. Thank you.
So viel Weltraum. Ich muss alles sehen. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Ich wünschte wirklich, ich könnte alles ungeschehen machen. Und das nicht nur, weil ich hilflos im Weltraum treibe. In den Weltraum. Ja, ich weiß, Kumpel. Tja, wir sind beide im Weltraum. Weltraum! Jedenfalls, weißt du, was ich sagen würde, wenn ich sie noch einmal wiedersehen könnte? Ich bin im Weltraum. Ich würde sagen, es tut mir leid. Aufrichtig leid. Ich war herrisch und unbarmherzig. Und ich bereue es von ganzem Herzen, das kannst du mir glauben. In den Weltraum. Ende. Und das war's mit Portal 2. Es gibt noch eine Mod, die heißt Thinking with Time Machine oder so. Die kommt vielleicht auch bald, kostenlos ist die. Es soll noch bald eine andere Mod geben, von den Entwicklern selbst. Und Portal 3, denke ich mal, das ist zum Steambox Release, wird es vermutlich viele Spiele geben. Ich denke mal Portal 3, Left 4 Dead 3 vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch Team Fortress 3. Alles 3. Dann... bestimmt nur ein paar mehr. Aber es gibt noch den Co-op. Also Steambox, die ist bestimmt schon... Weltraum. Ich frag mich, wieso der da lang fliegt, also nach rechts oben und dann kommt er gleich links unten wieder so runter. Das geht überhaupt nicht. Da. Außer er ist irgendwie in so einer gewissen Umlaufbahn. Was auch nicht geht. Nee. In einer geraden Kurve ist er. Ja. Dann bei den nächsten Portal Mods, oder? Portal 3 oder Co-op Portal 2. Vielleicht demnächst, nicht im Kino. Tschüss.